Hallo ihr Lieben, wir waren gestern im neuen Minions-Film und ich konnte es einfach nicht sein lassen und musste danach diese kleinen Mannequin häkeln. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. An Material braucht ihr gelbe und blaue Wolle. Ich habe mich hier für eine Wolle entschieden, die ich mit einer Häkelnadel der Stärke 3,0 bearbeiten kann. Dann braucht ihr weiße, schwarze und graue Wolle. Hier reichen durchaus auch Wollreste aus, da das nur für die Augen, Hände und so weiter ist. Dann braucht ihr natürlich etwas Füllwatte, um die Figur zu füllen, eine Häkelnadel. Um später die Augen festzunähen, braucht ihr etwas Garn und eine dazu passende Nähnadel. Und dann braucht ihr noch etwas Kleber und eine Schere. Wir beginnen mit der gelben Wolle am Kopf des Minions, indem wir einen Magic Ring machen. Dazu schlingen wir die gelbe Wolle zweimal um den Zeigefinger und zweimal um den Daumen. Mit der Nadel holen wir den Faden von oben durch die obere Schlinge am Daumen hindurch und ziehen dann den Faden nochmal durch die dadurch entstandene Schlaufe auf der Nadel. Jetzt haben wir im Endeffekt den Anfangsknoten für den Magic Ring. Und nun häkeln wir 6 feste Maschen in diesen Ring hinein. Eine Masche. Zwei Maschen. Dritte Masche. Achtet dabei darauf, dass ihr den Faden immer gut festhaltet. Fünf. Nun ziehen wir den Ring zusammen, das heißt die Maschen kommen dann zusammen und wir schließen die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Luftmasche. Das machen wir generell bei den Minions so, damit am Rücken eine Naht entsteht und im Gegensatz zu Spiralen die Runden dann auf einer Höhe liegen. Das brauchen wir später, um die Verzierungen drauf zu häkeln. In der nächsten Runde, die wir wie gesagt mit einer Luftmasche beginnen, ich werde das jetzt auch nicht gesondert nochmal erwähnen, weil das machen wir jetzt wirklich jede Runde, dass wir jede Runde mit einer Kettmasche abschließen und mit einer Luftmasche die nächste beginnen. In der zweiten Runde verdoppeln wir nun die Maschen, das heißt in jede feste Masche arbeiten wir 2 feste Maschen ein. Am Ende der Runde sollten wir somit auf 12 Maschen kommen. Jetzt haben wir also 12 Maschen in der Runde. In der nächsten Runde erhöhen wir die Maschenanzahl auf 18 Maschen. Das heißt, wir häkeln immer eine Masche normal, also eine Masche in die darunterliegende Masche. Und danach verdoppeln wir die darauf folgende Masche, indem wir 2 Maschen in die darunterliegende Masche häkeln. Und so häkeln wir die Runde nun zu Ende. Wenn ihr die Runde beendet habt, häkelt ihr insgesamt dann noch 8 Runden mit jeweils 18 Maschen. Wenn euch das jetzt zu schnell geht, auf unserer Seite auf kreativbunt.de findet ihr auch nochmal die genauen Maschenzahlen pro Runde. Ich spule nun einfach vor, bis wir mit der Hose beginnen. So, wir sind jetzt also in der 12. Runde angelangt. Ich habe jetzt bereits 6 gelbe Maschen gehäkelt. Jetzt lasse ich den gelben Faden einfach hängen und nehme mit der nächsten Masche die blaue Wolle auf. Darauf folgen dann 6 blaue Maschen, wobei ich den Anfangsfaden verhäkel.
Sobald ich die 6 blauen Maschen gehäkelt habe, nehme ich den gelben Faden wieder auf. Ich führe dabei den Faden außerhalb der Figur entlang. Später werde ich das Ganze umdrehen, sodass das, was aktuell innen ist, nach außen kommt und die Fäden, die außen entlang laufen, innen drin verschwinden. Häkel dann die Runde ganz normal mit gelber Wolle zu Ende. Das sind dann noch 6 Maschen. Die nächste Runde beginnt ihr mit einer blauen Luftmasche, das heißt, ihr führt den blauen Faden außen entlang und zieht ihn dann als Luftmasche durch den gelben Faden durch. Und nach dem gleichen Prinzip häkelt ihr dann in der Runde erst 2 blaue, dann 3 gelbe, dann 8 blaue, dann wieder 3 gelbe und wieder 2 blaue Maschen. Das macht ihr 2 Runden lang. Da der gelbe Faden nun nach dieser Runde nicht mehr benötigt wird, habe ich ihn an einem anderen gelben Faden festgeknotet. Nun kommt also der magische Moment, die Figur wird einmal umgedreht und die Fäden verschwinden im Inneren. Nun häkeln wir den Hauptkörper des Minion noch zu Ende. Dazu häkeln wir mit blauer Wolle zuerst 2 Runden 18 Maschen, dann maschen wir wieder ab auf 12 Maschen und von 12 Maschen maschen wir wieder ab auf 6 Maschen. Beim Abmaschen häkeln wir immer 2 Maschen zusammen. Das heißt, wir stechen in die erste Masche ein und holen den Faden auf die Nadel. Dann stechen wir in die zweite Masche ein und holen den Faden, den wir durch beide Schlaufen, die auf der Nadel liegen, hindurchziehen. Um von 18 auf 12 Maschen zu gelangen, häkeln wir immer die zweite und dritte Masche zusammen. Wenn wir bei 12 Maschen angekommen sind, füllen wir die Figur mit Füllwatte. Um danach von 12 auf 6 Maschen zu gelangen, häkeln wir immer 2 Maschen zusammen. Macht am Ende einen Knoten auf den Faden und zieht das restliche Stück in die Figur hinein, sodass es verschwindet. Kommen wir nun zu den Armen. Natürlich braucht euer Minion am Ende 2 Arme. Ich zeige euch jetzt aber nur einen, weil ansonsten zieht sich das Video mit Wiederholung einfach zu sehr in die Länge. Achtet darauf, dass eure Arme am Ende gleich lang sind. Für den Arm macht ihr einen Anfangsknoten und schlagt 6 Luftmaschen in Gelb an. Schlagt die Luftmaschen sehr eng an, damit der Arm nachher recht fest wird. Dann lasst ihr den gelben Faden einfach hängen und zieht den schwarzen Faden durch die letzte Luftmasche hindurch und macht 3 weitere Luftmaschen in Schwarz. Lasst dann den schwarzen Faden wieder hängen und nehmt den gelben wieder auf und macht eine Kettmasche in die letzte gelbe Luftmasche, die ihr gehäkelt habt. Danach häkelt ihr bis zum Anfangsknoten in gelben Kettmaschen zurück. Verknotet den gelben Endfaden und schneidet etwas weiter ab. Für die Hände des Minions wickelt ihr nun die beiden schwarzen Fäden in entgegengesetzter Richtung zu Händen auf. Verknotet die schwarzen Fäden am Ende und schneidet das sehr eng ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Knoten mit etwas Kleber fixieren, dann hält er besser. Bevor wir nun die Hände anbringen, häkeln wir noch die Hosenträger. Dabei müssen wir auch darauf achten, dass wir die Hosenträger auf beiden Seiten symmetrisch häkeln. Wir häkeln immer von vorne nach hinten, also an der vorderen linken Ecke zur hinteren rechten Ecke der Hose und von der vorderen rechten Ecke zur hinteren linken Ecke der Hose. Dabei häkeln wir in so einem kleinen Bogen, das heißt, wir gehen erst schräg 2 Maschen hoch, häkeln dann kurz gerade und hinten gehen wir wieder so weit runter wie nötig. Ich habe die Hosenträger in festen Maschen gehäkelt, nur anstatt
wie wenn man in einer Runde häkelt, durch die vorherige Masche hindurch zu stechen, steche ich im Endeffekt durch die Masche hindurch, wo ich nachher die Masche drüber ziehen will. Dadurch komme ich auf das Muster. Die Arme habe ich nun am oberen Teil des Bogens befestigt. Das habe ich gemacht, indem ich die beiden gelben Endfäden der Arme durch zwei unterschiedliche Maschen in die Figur gezogen habe und dann durch die gleiche Masche wieder hinaus. Dort habe ich dann einen Knoten drauf gemacht, der sehr eng sitzt. Und dann habe ich mit etwas Hilfe der Nadel diesen Knoten wieder in die Figur hineingeschoben. Für die Füße brauche ich die schwarze Wolle wieder. Ich schlage nun 5 Maschen in einem Magic Ring an und ziehe diesen eng zusammen. Und dann häkel ich auf jede der 5 Maschen nochmal eine Masche drauf. Schon habe ich den Fuß. Und wenn ich nun den zweiten Fuß habe, bringe ich beide Füße wieder genauso an die Figur an wie bei den Armen. Kommen wir nun zu dem Auge. Ich möchte hier Stuart häkeln, das heißt, ich brauche nur ein Auge. Wenn ich jetzt Bob häkeln würde, dann würde ich einfach 2 Augen machen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren und sie dann nebeneinander annähen. So brauche ich jetzt nur 1, aber ihr seht hier, das ist das Gleiche. Jedes Auge häkele ich, indem ich mit weißer Wolle einen Magic Ring mache mit 6 festen Maschen und diese dann mit einer Kettmasche zu einer Runde schließe. Dann schneide ich auch schon den Faden wieder ab, verknote diesen mit dem Anfangsfaden und nutze gegebenenfalls etwas Kleber, um den Knoten zu befestigen. Und dann fädel ich schwarze Wolle auf die Nähnadel auf und nähe die Pupille in das Auge hinein. Wenn ihr nun das eine Auge fertig habt für Stuart oder die beiden für Bob, dann haltet es einfach mal an die Figur. Dann seht ihr, in welcher Runde später dieser Gummizug von der Brille verlaufen muss. Dazu häkelt ihr mit schwarzer Wolle einfach die komplette Runde einmal so, wie ihr auch die Hosenträger mit festen Maschen gehäkelt habt. Ihr braucht die Runde dabei nicht komplett zu schließen, lasst einfach hinter den Augen ein bisschen frei, aber achtet darauf, dass Anfang und Ende der Runde hinter dem Auge verschwinden. Wenn ihr nun das Band gehäkelt habt,
Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um das Auge anzunähen. Nehmt dazu das dünne Garn und näht das Auge an die Figur. Nun fehlt noch die Umrandung des Auges. Die Umrandung habe ich nicht gehäkelt, weil ich das mit den Stichen in das Weiß hinein nicht so sonderlich schön finde. Deshalb habe ich das geklebt. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Kleber um das Auge herum gemacht. Achtet dabei darauf, dass ihr auch Kleber erwischt, der nach dem Trocknen durchsichtig wird. Und habe dann vorsichtig den grauen Faden um das Auge drumherum gelegt. Jetzt ist euer Minion so gut wie fertig, jetzt fehlen nur noch Mund und Haare und die habe ich ganz einfach aufgenäht. So, fertig sind die kleinen Männchen. Ich hoffe, ihr habt zwischendurch nicht gemerkt, dass ich einen kleinen Häkelfehler eingebaut habe. Aber ehrlich gesagt, vor der Kamera häkeln und vor allem so komplexe Sachen vor der Kamera häkeln, ist ganz schön schwierig. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen Fehler. Die genauen Maschenzahlen und so weiter findet ihr natürlich wieder beim Artikel auf unserer Seite auf kreativbund.de. Das verlinke ich auch unten nochmal in der Infobox bei YouTube. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Pinterest und ja, natürlich auf unserer Seite auf kreativbund.de. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich füge das Video auch gleich der Playlist Häkeln hinzu. Vielleicht findet ihr da auch noch andere Ideen, die ihr gerne machen würdet. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Tschüss.